werdet ihr etwas über meinen Freund hören, den Goldfisch, der aus dem 27. Stockwerk fiel. Seine Geschichte wurde aufgeschrieben von Bradley Somer und sein Buch Der Tag, an dem der Goldfisch aus dem 27. Stockwerk fiel, ist im Dumont Verlag erschienen. Es hat 383 Seiten und kostet 14,99 €. So, irgendwie wird mir die Luft hier so ein klein bisschen zu dünn. Ich muss zurück ins Wasser. Weiter wird euch Luisa über den Inhalt des Buches informieren. Tschüss! Der Tag, an dem der Goldfisch aus dem 27. Stock fiel, erzählt mehrere Geschichten. Zum Beispiel die Geschichte von Ian, der aus seinem Goldfischglas herausfällt. Von Petunia Delilah, die ein Kind kriegt, aber ihr Freund ist gar nicht da. Von Hausunterricht Hermann, der irgendwie ein bisschen in der Zeit reisen kann, was manchmal ein wenig gruselig rüberkommt. Oder auch von Claire, die seit Jahren ihr Haus nicht mehr verlassen hat, aber deren Job in Telefonsex besteht. Und einfach aus Jimenez zum Beispiel, dem eigentlich sehr einfühlsamen Hausmeister, der aber immer übersehen wird. Oder auch von anderen Menschen, die Pakete transportieren, die sie voller Vorfreude öffnen wollen. Und man bis zum Ende fast nicht erfährt, was drin ist. Und man völlig überrascht davon wird, was es denn tatsächlich war. Der Tag, an dem der Goldfisch aus dem 27. Stock fiel, ist kein normales Buch. Es ist absolut außergewöhnlich, wenn ihr mich fragt. Ich habe bei diesem Buch etwas gemacht, was ich bisher noch nie bei einem Buch gemacht habe, bei dem es sich nicht um eine Schullektüre handelte. Ich habe mir Stellen markiert. Weil ich einfach diese Stellen so unglaublich genial fand in diesem Buch. Ich fand einfach das ganze Buch so echt und authentisch. Es hat von Problemen erzählt, die wir vielleicht zum Teil auch kennen, und von realen Situationen, wie sie mal sein könnten. Denn wer kennt schon heutzutage alle seine Mitbewohner in einem Hochhaus? Es ist einfach ein Buch, mit dem man sich identifizieren kann, weil man manchmal das Gefühl hat, ja, das kenne ich. So bin ich vielleicht sogar selber und ich kenne auch Leute, die vielleicht so sind. Und deswegen kann man dieses Buch eigentlich nur absolut empfehlen. Es kriegt von mir mindestens mal den goldenen Bücherengel, weil es richtig gut geschrieben ist. Es ist einfach so, dass man zum Teil nicht wusste, soll ich dieses Kapitel jetzt vielleicht überspringen und später lesen, um zu erfahren, wie es an dieser Stelle weitergeht. Und man weiß einfach, nein, das mache ich jetzt nicht, weil die anderen Geschichten genauso spannend und interessant sind, dass ich die jetzt auch unbedingt wissen will. Und ja, hier steht hinten drauf, die schönste Fish-Out-of-Water-Story des Jahres. Das ist zwar eine sehr interessante Genrebeschreibung, aber ich für meinen Teil kann nur jetzt schon sagen, dass das wahrscheinlich eins meiner absoluten Jahreshighlights 2015 gewesen sein wird. Und dass ich euch dieses Buch nur absolut ans Herzen legen kann, da es echt ist, spannend und einfach absolut authentisch und packend. Ich hoffe, dass euch diese Rezension gefallen hat und dass sich ganz viele von euch dieses Buch kaufen und es auch lesen. Ich möchte mich auch nochmal ganz herzlich beim Dumont Verlag kurz an dieser Stelle bedanken, der es mir als Leseexemplar zur Verfügung gestellt hat. Ich glaube, dass dieses Buch mein Leben schlichtweg bereichert hat.